So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon. Hier für die Nintendo Switch. Wofür auch sonst. Ja, wir befinden uns im Spielmodus, aber wir wollen jetzt nicht spielen mit Timmy. Wir werden mit Timmy nicht spielen, wir werden jetzt mal weitergehen. So, ab geht's. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Na, was hat die uns zu erzählen? Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie es selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Okay. Da sitzt eine schüchterne Lady. Du gehst in den Vetania-Wald. Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth. Pass also auf, dass du dich nicht verläufst. Wir passen schon auf. Zack, los geht's. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind ganz schön hippelig, weil sie sich so auf Pokémon-Kämpfe freuen. Und was hier drauf steht? Tipps für Trainer. Wenn du ein Pokémon fängst, erhalten deine Team-Pokémon Erfahrung. Für besonders große Pokémon gibt es besonders viele Erfahrungspunkte. Dies gilt auch für besonders kleine Pokémon. Oh, es gibt einen kleinen Kampf. Ja, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Kämpfen wir ein bisschen eine Runde. Kleine Runde. Lillebitte Runde. So. Käfer-Sammler André fordert dich heraus. Was er da hat für ein Pokémon. Ein Raupi. Okay. Zack. Tackle. Brauchen wir nicht so viel machen, glaube ich. Siehste. Jim erhält Punkte. Der Rest erhält ebenfalls Punkte. Ihr Sammler wurde besiegt. Ah, ich habe verloren. Es war nur ein Fehler, Raupi einzusetzen. Wieder Kohle bekommen. Und ein paar Pockbälle. Perfekt für uns. So, sammeln wir ein paar Tiere hier drin. Und da ist auf jeden Fall ein Horn. Von Hornlio? Ich weiß es gar nicht. Schon, ne? Komm her. Hornlio erscheint. Wähle Bären aus, dein Beutel aus und wirf sie auf Pokémon zu. So, was wir machen? Wir testen mal mit den Bären, wie das ist. Da, bam. Okay. Oh, warte, warte, jetzt. Nochmal. Boom, fabelhaft. Und geschnappt. War jetzt auch nicht so schwer. Und Leo wurde gefangen. Klasse. Danke dafür, danke dafür. So, guck mal, zack. Ratzfratz. Jo. Ruckzuckhieb. Perfekt. Yes. Ein Eintrag. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Er versteckt sich im hohen Gras, so wie in Wäldern, frisst eifrig Blätter. Ab in mein Team damit. Also, dann nehmen wir auch einen gleich mit. Juhu. Ein bisschen müssen wir ja. Ein bisschen kämpfen müssen wir leider. Oh, warte. Oh, okay, nochmal. Boom. Okay, ist gar nicht so einfach. Zwischenzeitlich ist es wirklich schwierig. Aber wir haben es geschafft. Yes. Einen hornigen Leo gefunden. Topsy erreicht Level 5. Ich habe gesehen, dass ein Abonnent von mir auch Tim heißt. Schöne Grüße schon mal dahin. Ja, so geht das, ne? Auf einmal, zack, heißt man genauso wie ein Pokémon. Oh, was ist er denn hier für einer? Ein gefährlicher. Ein riesig ist er. Pass auf. Vielleicht können wir den ein bisschen zähmen, indem wir ihn eine kleine Himbeere hinschmeißen. Einsetzen. So, und zielen. Oh, das war nicht so gut. Da kommt er, glaube ich, raus. Nee, sehr gut. Ja, jetzt fragt euch, warum nennt er den überhaupt Tim? Tim, ich weiß nicht, wenn Leute von euch Ritter der Kokosnuss gesehen haben, schaut euch den sonst an, wenn ihr nicht gesehen habt, sonst eventuell mal an. Und dort taucht der Zauberer Tim auf. Das ist eine sehr lustige Situation, wo der auftaucht. Beziehungsweise wie er sich vorstellt. So. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo hier hinten nochmal hin. Wer ist er denn? Ich wollte ein Pokémon fangen und habe eine Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Danke. Wir müssen hier irgendwo längs gehen, denn... Da liegt ein Ball, habe ich gesehen. Weil hier, wir könnten auf der anderen Seite rauskommen. Winzig, okay. Zack. So, den haben wir auch. Und
Bäm. Ein wildes Horn Leo wurde gefangen. Perfekt. Gut für uns zumindest. Jetzt haben wir auch genug davon, ne? Taubsi erreicht Level 4. Tim hat schon Level 9. Bei 10. So, dann ist noch ein Pockball. Nehmen wir mit. Oh ne, Himbeeren. Okay. Da ist ein Pikachu. Sollen wir einen Pikachu nehmen? Können wir den ja fangen. Mal gucken. Pikachu. Ein wildes Pikachu erscheint. Ich finde den nicht super, aber irgendwie finde ich den ganz süß hier irgendwie. Wir versuchen den zu fangen, wenn man richtig. So. Großartig. Guck mal, ob wir den bekommen. Yes. Den nehmen wir gleich mit auf in unserem Team. Ne? Habe ich gleich die Pikachu-Edition mit drin. Soll eine bekannte Attacke durch Doppelkick ersetzt werden? Ja, und zwar... Was soll man da machen mit Doppelkick? Machen wir den Ruckzuck-Hieb. Yes. Eins, zwei und schwupp. Ruckzuck-Hieb vergessen und Doppelkick gelernt. Super. Ja, Raupi erreicht auch noch ein Level. Die haben alle sind leider aufgestiegen, deswegen müssen wir uns einmal durchklicken hier. Ja, wir wissen es doch. So, Pikachu. Pikachu ist in Wäldern. Du hast Pikachu in deiner Pokébox gefangen. Das haben wir auch. So, warte mal. Jetzt werden wir kurz unser Team. Ja, da, ne? Beutel. Was wollte ich jetzt machen eigentlich? Okay. Wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Pock-Index mal angucken. Ach, guck mal. Da kann man schon sehen, welche wir gefangen haben. Okay. Team. So, müssen wir mal in die Box rein und einmal ein paar austauschen. Hier, pass auf. Wir schmeißen auf jeden Fall den... Raupi schmeiße ich raus. Den brauche ich nicht. Aus Team entfernen. Dann entfernen wir Taubsi. Entfernen wir auch. Auch raus. Den lassen wir drin, Hornleo. Und wir packen ins Team rein. Pikachu. Dahin. Bam. So. Ratzfratz wollen wir auch mitnehmen. Warte mal, wo war denn da? Großer, schneller. Da war der. Zack. Immer auch wieder rein haben. Zack. So, dann haben wir nämlich ein einigermaßen nettes Team. Schnappen wir uns hier, ist gleich der nächste, der auf uns wartet. Fies, er schaut. Ein wildes Kokuna. Achtung. Bäm. So, bin ich mal gespannt. Immerhin, immerhin. Kokuna wurde gefangen. So, ein paar Punkte. Erfahrungspunkte sind auch da. Ist natürlich immer gut, ein neues Pokémon zu finden. Geht es ein bisschen mehr Punkte. Yes! Obwohl es sich kaum bewegen kann, es ist bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren. Mit dem ist seine Gegner vergiftet. Ein fieses Teil. So, hier geht's aber nicht... Oh, da ist schon so eine blöde Pflanze. So. Gut. Ich finde, man müsste, wenn man die schon einmal gefangen hat, müsste, wäre das cool, wenn man es einfach so überspringen könnte. Aber naja, kann man nicht. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir noch... Da ist noch ein Pikachu. Geh mal weiter hier hoch. Entschuldigung, weißt du, ob es in diesem Wald Bisasam leben? Ach, gleich ein Kampf. Sie hat wahrscheinlich einen Bisasam. Kann ich mir gut vorstellen. Göre Tamara fordert dich heraus. Natürlich im Schuloutfit. Wie denn sonst auch? Okay, dann scheiß. So, ich will mal die Doppelattacke ausprobieren.
Tim setzt Doppelkick ein. Ein Volltreffer. Noch ein. Der war aber nicht sehr aktiv. Aber zweimal haben wir getroffen. Okay. Dann kriegst du nochmal einen. Was war nochmal der Heuler denn? Eine Holzerei, um sein Ziel nachher sich, wenn es ein bisschen anders. Okay. Ja, dann machen wir es anders. Setzen wir noch einen Doppelkick ein. Und kriegst noch einen, dann bist du platt. Oh, sowas. Schade, Mädel, wa? Zweimal getroffen. Gegner wurde besiegt. Der Rest deines Pokémon-Teams erhält auch Erfahrungspunkte. Menno, ich hab dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Ja, hätte sich mal nicht mit mir angelegt. Biatch. So. Was geht hier denn? Tipps für Trainer. Entferne eine der Joy-Controller von der Konsole und schüttle ihn. Du kannst mit deinem Partner Pokémon spielen. Okay. Ah, okay. Ich dachte, ein wahrer Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf. Ich drück mich auch nicht. Käfer-Sammler Theo fordert dich heraus. Kokuna. Okay, dann müssen wir schon auf den Stachel achten. Einen fetten Tackle von mir. Oh. Bringt ja nicht viel. Auch wenn der Verteidigung hochgeht, kriegst von mir noch einen Tritt vom Kopf. Oh, krass. Oh, der. Okay. Und die Scheiße. Oh, jetzt müssen wir leider platt machen. Oh, das soll es gewesen sein. Gegner wurde besiegt. 17 Erfahrungspunkte. Käfer-Sammler Theo wurde besiegt. Was? Ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Du gewinnst Geld. Und 3 Pokébälle. Tja, so ist das. Leg dich nicht mit mir an. Warte ich mal mit. Ein riesiges. Okay. Gut. Naja, nicht großartig, aber gut. Ist auch okay. Kann ich auch mitleben. Mit gut kann ich auch leben, definitiv. Oh. Das klingt mir nochmal. Großartig, ist viel besser. Ich glaube, wenn ich damals, zu Gameboy-Zeiten, so eine Grafik auf meinem Gameboy gehabt hätte, mein Gott, wäre ich abgedreht, ey. Da wäre ich wirklich abgedreht. Yes, Pikachu. Ruckzuckieb. Gut. Gut. So. Gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Gucken wir erstmal hier oben längs. Du findest einen Trank. Ich packe ihn in meine Getränkekiste. Oh, Medizintasche, okay. Sind wir einmal da nur im Kreis gelaufen, kann das sein? Brauchen wir nicht mal ansprechen. Aber hier links? Die hätten wir doch auch schon. Das ist ein Ehegarten, sagten sie, ne? Das heißt, wir müssen uns ein bisschen hier orientieren, mal. Oh, hier ist. Das ist so ein kleines. Ich nehme kurz mit. Winzig! Okay, du winziges Ding. Zack! Einfach fabelhaft. Der fantastische Schansen. Wieder ein Pokémon gefangen. Jo. Der gute Tim ist aufgestiegen. Yes. Können ja nachher mal ein paar Spitznamen geben. Aber erst wenn wir. Ich gebe denen noch keine Spitznamen, das ist ein bisschen langweilig. Erst wenn die so schön ein paar Level hoch sind. Sonst wird es ein bisschen öde, glaube ich, auf Dauer. Und nur noch dabei, Spitznamen einzutragen. Oh oh, und Leo entwickelt sich. Es wird zu einem. Oh.
Wundervoll. So, schön im Kokon. Wir freuen uns auf die dritte Evolutionsstufe. Condor and Härtner. So. Oh. Oh, guck mal, da vorne ist noch eins. Soll ich dir einen Tipp für den Werfen von Pokémon geben? Die will mir gar keinen Tipp geben, die will mich angreifen. Hinterhältiges Luder. Komm aber. Zeig, was du kannst. Mit deiner Taube. Timmy. Timmy! So. Gucken wir, wie wir mit dem Schlag bei ihm drauf haben. Level 4. Boom. Oh. Zack. Heute Abend gibt's Täubchenbraten. Tim erhält 16 Erfahrungspunkte. Der Rest seines Pokémon-Teams erhält auch Erfahrungspunkte. No Fence erreicht Level 5. Yuri-Aber wurde besiegt. Du hast ja einen Volltreffer gelandet. Und ich gewinne Kohle und bekomme Pokébälle. So ist das, Yuri-Aber. Aber die will ich haben. Yes. Ein wildes Safcon. Oh, genau in die Mitte getroffen. Einfach fabelhaft. Einfach fabelhaft. Super. Oh, diese Drecksau. Na, warte. Ah, das war nicht so gut. Aber irgendwann muss er ja mal müde werden. Diese Drecksau. So mal. Oh. Knapp vor fabelhaft war das. Knapp vor fabelhaft. Wir besänftigen ihn ein bisschen. Oh. Bleib drin, ne? Zack. Na, kleines Leckermaul war nur. Wollte nur das lecker schlecken. So. Yes, Ratzfatz ist da. Bam. Ratzfatz erreicht Level 8. Das Abkommen wurde eingetragen. Um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer, doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Irres entblößt. Du hast Abkommen in deiner Pockbox gelagert. So. Mal links. Ich finde Lockparfüm. Okay, hier gehen wir nicht weiter. Bei Pikachu. Pika, Pika! Ja, war nicht so toll. Aber reicht. Pikachu ist aufgestiegen. Okuna und Nofensa. Pikachu! Ja. Du bist Trainer, du kannst deinen Pokémon jederzeit von Professor Eich in seinem Blau bewerten lassen. Los geht's. Ah. Oder? Ja, war zu früh. Das sollte es gewesen sein für ihn. Sehr gut. Und Leo wurde gefangen. Perfekt für mich. Eine Sana-Beere auch noch bekommen. Und Erfahrungspunkte bekommen. Ja, aber meine Box. Eine Pokémon-Box. Hey, warte, wo willst du denn so eilig hin? Eilig? Ich hab dich angesprochen. Bin ich mal an dir vorbeigerannt. Spacko. So. Max fördert dich heraus. Oh, haut ein Safcon raus. Komm, Tim.
Den hauen wir gleich mal ordentlich in die Fresse. Boom. Dann kannst du den Panzer gleich aufmachen. Ein merkwürdiges, widerliches Viech. So. Ich gebe auf, du bist voll stark. Naja, so stark bin ich auch nicht. Die kniffligen Sachen kommen noch. Was steht da denn? Du verlässt jetzt den Vertanewald. Auf Wiedersehen. So. Guten Tag. Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Oh, hier. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit dem Geheimtechnik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Ja, das haben wir leider nicht gelernt. Lernen wir aber noch. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen und Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, musst du überall gründlich suchen. Okay. So, was ist hier im Mülleimer drin? Nix. So, los geht's. Gut ist ja, dass man nicht alle mitnehmen muss, aber wir sind Marmoria City. Ah, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Sachansen? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Schau mal, Tim. Ist auch schon ganz heiß auf seinen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Tim? Ich stehe jedenfalls voll hinter euch, hier. Du hältst 5 Tränke von 5. Du verstaust sie in der Medizintasche. Ich war im Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück, ihr beiden, ihr schafft das. Gut, wir gehen einmal hier rein. Einmal auffüllen unser Pokémon, ne? Yes! Din, 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 din! Ich finde das Geräusch auch so geil. So. Super. So, wir gehen einmal zum Kaufmannsladen nochmal. Hui! So, den sprechen wir auch noch gleich an, da. Komm hier. Herzlich willkommen. Womit kann ich helfen? Ich will etwas kaufen. Was möchtest du denn kaufen? Pokbälle. Gib mir nochmal 10 Stück. Yes. Danke für den Einkauf. Das war okay. So, wir haben ja genug drin. Oh, ein Premium-Ball auch noch bekommen. Wir haben ja genug Sachen drin eigentlich. In unserem Rucksack. Deswegen. Gehen wir raus. Und schnacken mal mit dem guten Mann hier rechts. Da ist er. Ah, schön kühl. Es ist sicher ein Segen, dass Memoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Klein! Kleinstein, klein! Okay. Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Komm, Flatty, sag mal was zu mir. Schmied! Na gut. Was ist hier? Wissenschaftsmuseum. Da gehen wir mal rein. Gucken wir uns mal um in der Museumsgalerie. Hallo. Willkommen, für Kinder beträgt der Eintritt 50. Möchtest du die Ausstellung ansehen? Klar. Das ist klar, es macht 50. Viel Vergnügen. Schauen wir uns das mal an. Oh. Aerodactyl-Fossil, das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Ein echtes urzeitliches Pokémon. Halt, Fehlanzeige, es ist doch nur ein Replikat. Hm. Wer denn hier? Kaputops Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Was? Gehen wir nach oben? In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Hm. Interessant anzugucken. Du linst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle.
So, wir gehen nochmal raus. Kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Aber lass uns doch mal gucken, wo denn auch der Arena-Meister hier ist. In unserem Bereich. Ist ja auch ganz nett zu wissen. So, gucken wir mal. Hier kann man auf jeden Fall viele Pokémon sehen, ne? Blackmon. So lustig, wenn man die mal so in 3D sieht, sehen die irgendwie cool aus, ne? Oh, hier. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Muss irgendwie einen Weg dahin geben. Ah, aber wie? Hier durch? Ah, okay. Ich sehe schon. Außenrum. Was? Komme ich trotzdem nicht durch? Echt nicht? Hätte ich jetzt gedacht, dass ich da so längs komme irgendwie, ne? Geht nicht. Gehen wir hier längs. Eine Kapsel X-Abwehr. Ab in die Kampftasche. Wer ist er denn? Für die meisten Leute hier in Memoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby. So wie für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Rocco ist da ganz anders. Na. Okay. Jetzt nicht mit dem Reden da und den, die verstören beim Mittagessen. Mit Geld soll man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es doch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokémon zu kaufen. Ja, das stimmt. Uns macht es sehr viel Spaß, Geld auszugeben. So, was steht denn hier auf dem Schild? Die steinende Stadt. Irgendeine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um Sachdienst wird gebeten. Polizei. Oh. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Komm mit. Okay. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Rocco. Versuch uns mal. Oder? Ich denke schon, das gehört dazu. Oh. Howdy! Du willst in der Arena kämpfen? Nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Memoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die den hiesigen Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon raus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Bup, 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 bup. Da zum Beispiel. Wunderprächtig! Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Memory City versuchen. Immer reinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftige Champ. Okay, ist vielleicht nicht so geil, dass wir den jetzt gerade haben, aber... Aber noch nicht. Oh. Willkommen in der Arena von Memoria City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Picknick schickt. Achso, Picknickerin Jeanette. So. Kleinstein. Oh, das ist der mit den beiden Fäusten, ne? Los, Tim. Okay, wir müssen mal gucken, was wir machen als erstes. Vielleicht mal den Routenschlag verwenden, damit er ein bisschen weniger Verteidigung hat. Oh oh. Bam, okay. Jetzt mit einem Tackle von mir. Das ist nicht sehr effektiv, aber egal. Hat ihm so ein bisschen was weggehauen. Warte mal. Vielleicht hilft ja der Heule auch nochmal ein. Aber nicht so viel. Obwohl, ist eigentlich egal. Das, er hat ja eh keine hohe Angriffskraft gehabt. Naja. Ah, das war jetzt nicht so... Ein Brüller, machen wir nochmal den Tackle. Nein, ah, scheiße. Ah, den wollte ich einsetzen. Nicht den Heuler, so ein Quatsch. Das war natürlich dumm von mir, aber egal. Okay, so, jetzt aber. Nicht sehr effektiv. Okay, versuchen wir mal den Tritt. Zack, wie ist damit?
Tritt vom Kopf. Ja, sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Einmal getroffen. Gegner wurde besiegt. Rest des Pokémon erhält auch Erfahrungspunkte. Du bist eindeutig zäher als alle meine bisherigen Gegner. Du gewinnst richtig viel Kohle bei mir. Danke. So, nehmen wir ihn noch mal einschauen hier. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Wenn wir sehen, grüne Mütze. Camper Georg fordert dich heraus. Kleinstein. Okay, jetzt wissen wir ja, was wir gegen Kleinstein machen können. Gucken wir mal, wo kann man einen anderen Pokémon einsetzen vielleicht? Wollen wir nur Fenster probieren? Einwechsel. Tim, komm zurück! So, jetzt ist ein bisschen fairer Kampf eher. Gegen die. So, gucken wir mal. Du kriegst einen fetten Rankenhieb von mir. Zack, sehr effektiv. Ist komplett weg. Nur Fans erhält 35 Erfahrungspunkte. Tim erhält es. Und der Rest des Pokémons erzählt natürlich auch Punkte. Okay. Du fliegst. Lichtjahre messen ja die Entfernung, nicht die Zeit. Du gewinnst wieder Geld. So, komm her. Bist du Rocco? Du siehst für mich wie ein Spacko aus. Ah, mein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Marmoroya City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du jetzt sicher sehen und denken kannst, setze ich im Kampf vor allem auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht sind. Na schön, dann zeig mal, was du kannst. Okay. Arena-Leiter Rocco fordert dich heraus. Setz Kleinstein ein. Okay, warte mal. Wechsel nochmal zu Tnufensa. Es tut ein bisschen weh, glaube ich. Aber. Bam! Oh, jetzt kann er mich wahrscheinlich umhauen. Noch nicht ganz. Aber wir setzen nochmal den ein. Boom! Sehr effektiv. Wurde besiegt. Wobei er hält 54 Erfahrungspunkte. Und steigt auf. Level 8. Sehr gut, Verteidigung geht hoch. Ich erlerne Wickel. Jetzt kann ich dich wickeln. Oh, Tim ist auch aufgestiegen. Und die erhalten alle von Level 8. Oh, er setzt als nächstes Onyx ein. Möchtest du den Pokémon wechseln? Klar. Und wir nehmen jetzt Onyx. Dann nehmen wir mal. Hauen wir mal Tim raus. Onyx ist. Ist das nicht ein Feuerding? Das ist gar nicht mehr. Ach so, der Feuerding, klar, der setzt auf Gestein. Okay, tackeln wir den erstmal. Wird wahrscheinlich nicht so effektiv sein. Gar nicht effektiv. Oh, jetzt geht's los. Aua! Kriegst von mir noch einen Tritt auf den Kopf. Das ist besser. Gut. Nochmal. Los geht's. Okay, er könnte mich noch einmal treffen. Das macht aber nicht so viel. Dann müssten wir den eigentlich auch platt machen können. Kriegst du den noch von mir? Oh, das war's. Sehr gut. Nicht sehr effektiv. Für mich schon. Tim erhält 134 Erfahrungspunkte. Der Rest des Pokémons erhält ebenfalls Punkte. Level 7 für Kokuna. Arena. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Du gewinnst 1920.
Sehr gut. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegst, überreiche dir den Felsorden. Super. Yes! Abgeklatscht. Du erhältst den Felsorden von Rocco. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Du erhältst TM01 Kopfnuss von Rocco. Du verstaust das Item in die TM-Box. Mit einem TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM erhält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender den Gegner mit einem steinharten Kopf Schaden zu. Okay. Tim merkt man die Aufregung immer noch an. Was wollen wir spielen? Komm, wir streichen dich mal kurz. So. Komm her, beruhig dich mal ein bisschen. Ist von mir hier eine Ananas. Voll lecker, ne? So. Ja, super. Arena-Leiter besiegt. Ja, dann würde ich sagen, das ist doch mal ein gutes Schlusswort gewesen vom Arena-Leiter Rocco. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.